So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück und ach ja, was soll ich sagen, ne? Das neue Jahr ist bisher ziemlich gut. Ich kann mich nicht beschweren, alles ist ziemlich entspannt. Nimmt hier irgendwer Schaden? Okay, bin ich ganz sicher. Wollt ihr noch irgendwas machen? Ach ja, stimmt, das habe ich ja gebrannt, weil ich eigentlich... Genau, weil wir ja eigentlich die... einen Repeater basteln wollten, wegen den Hühnchen, aber das hat ja alles so ganz gut funktioniert, ne? Genau so. So, die nächsten. Das ist krass. Also, zwei, wenn wir Glück haben, kriegen wir aus jedem Stack raus, ne? Okay, hier war es nur ein Hühnchen aus dem 16er Stack. Okay, zwei wieder. Auch wieder nur eins. Wahnsinn. Okay, auch nur eins. Aber ich denke mal, das reicht jetzt schon an Hühnchen, die da drin sind. Ja, eins machen wir noch. Okay, auch wieder nur eins. Aber ist okay. Den Rest heben wir uns so ein bisschen auf. Es gibt ja noch so Kuchen, die man machen kann. Alles. Ich glaube, da braucht man auch noch Milch, Eier. Ach, ich weiß gar nicht mehr, was man alles noch mit brauchte. Aber auf jeden Fall heben wir uns das jetzt hier auf. Das können wir mitnehmen. Packen wir das mal hier hin. Genau. So. Das kommt erstmal in den Ofen. Richtig. Das Fleisch hier. Wozu haben wir es sonst mitgenommen? Sehr schön. Federn können wir auch noch hier lassen. Wichtig für Pfeile und so, ne? Ja, genau. Wir müssten eh mal ganz kurz unten das Feld bearbeiten. Ja, so ein bisschen. Oder machen wir lieber Tür zu. Man weiß ja nicht, wie schnell die Sonne untergeht. Und bevor dann hier jemand steht, ein ungebetener Gast oder sowas, den wir hier eigentlich gar nicht haben wollen, dann machen wir mal die Tür zu. So. Genau, einmal schön alles. Tada. Und schwupps. Geht's nach unten. Eigentlich. Naja. Okay, es funktioniert nie reibungslos. So, 53. Na, das müsste ja eigentlich für alles reichen, denke ich, oder? Ich will es nicht beschreien. Man weiß es wieder nicht, ne? Dann denkt man so, ah, 53 ist nicht viel. Ja, ja, ja. Dann hängst du da und stellst dann fest, ups, ist doch relativ viel. Aber anscheinend ist es wirklich so, dass es ausreicht. Sehr geil. Und ich habe sogar noch was übrig. Mensch, super. Genau, hier hatten wir das so gemacht. Aha. Nein, hier wollten wir ja noch weiter basteln. Da müssen wir nochmal gucken. Da hinten ging es zu den Viechern, genau. Könnte man auch gleich mal dafür sorgen. Genau, ihr macht mal bitte so. Genau, haben sich jetzt lieb und schwupps, kleines Hühnchen, Hähnchen. Ja, es bringt jetzt nicht viel. Sehr schön.
könnten höchstens... Ja, ich habe die Schere nicht dabei. Sonst hätten wir jetzt ganz viel Wolle. Naja. Nicht so dramatisch. Immerhin haben wir die Schafe vermehrt. Müssen wir auch, denn ich würde gerne wieder mit Wolle basteln. Und ich finde Wolle ja immer noch einen sehr schönen Baustoff. Das heißt, ich hole mir die Schere. Oder haben wir... Warte mal. Ja, doch, ich glaube, ich habe schon eine. Ja, bevor ich jetzt eine bastel und das bisschen Eisen, was wir haben, verballer, ja, da gucken wir lieber nochmal nach. Besser ist das. Da ist sie. So, warte mal, ein bisschen Brot machen. Sehr schön. Hier ist alles fertig. Ah, wunderbar. Guck dir das an. Schön viel Futter. Dann kommt das hier hin. Dann machst du mal mit. Ja, sowas wie Knochenrüstung kann halt hier raus, ne? Kann halt lieber das Futter damit rein. Ja, das gehört eher hier hin. So, genau wie das Futter. Dafür nehmen wir dann hier den Kaktus mit raus, genau. Grüner Farbstoff, ja, das ist schön. Gut, und dann scheren wir mal die Viechers. Ja, einfach mal so ein bisschen Wolle sammeln, ne? Die Woche mal langsam anfangen, schöne Sachen machen. Scharfe Scheren gehört da definitiv mit dazu. So. Das fällt mir gerade ein. Hier fehlt ja dann noch entsprechend das, was benötigt wird, und zwar ein Geländer da oben. Die essen gar nicht die großen Tochter. Sehr schön. Na, immerhin schon 9 Stück, ne? Da, guck mal, jetzt gucken sie einen bloß an, machen nichts. Ah, schreckliche Viecher, ey. Fiesen Schafe. Da macht man hier extra schon sogar so einen unterirdischen Bunker, ja, wo sie geschützt sind, sogar mit richtigem Licht oben, ja, allem drum und dran. Also, dass das natürlich Licht einfallen kann. Und trotzdem sind sie unglücklich. Naja, ich glaube, die kann man nie wirklich glücklich machen. Gut, ich würde sagen, warten wir halt noch so ein bisschen. Okay, wir sind bei 11. Und dann verabschiede ich mich und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.